Was bedeutet eigentlich diese Möglichkeit? Was ist eigentlich diese moderne Technologie? Als wir vor langer Zeit, vor 11 Jahren, mit der refraktiven Chirurgie begonnen haben und das erste Zentrum für die Dioptrieentfernung per Laser gegründet haben, zu der Zeit war es die Grundlage für alle Laser, die später gekommen sind. Der Laser mit einem dünnen Strahl, einem schnellen Strahl, der eine Dioptrie fantastisch entfernte, der eine glatte Hornhautoberfläche hinterließ und danach, das dauerte fast ein Jahrzehnt, eine große Anzahl zufriedener Patienten. Dieser Schritt vorwärts stellt einen Laser mit noch größerer Geschwindigkeit dar, einer viel größeren Geschwindigkeit, der größten Dioptrieumfänge in wenigen Sekunden entfernt, schmerzlos, bei dem die Ergebnisse fantastisch präzise sind und bei dem es die Möglichkeit gibt, eines im Voraus bestimmten bzw. angepassten Ansatzes für jeden einzelnen Patienten bzw. jedes Auge einzeln mit perfekten diagnostischen Möglichkeiten, die diese Technologie bietet und uns die Möglichkeit bietet, die feinsten Veränderungen in der Augenstruktur und Hornhautstruktur zu entdecken, für die feinsten Operationen, die mit der früheren Technologie nicht gesehen werden konnten, so dass wir nicht nur die Dioptrie korrigieren können, sondern auch bestimmte Anomalien der Hornhaut reparieren können, die den Patienten subjektiv stören und um jetzt eine fantastische subjektive Antwort zu bekommen. Die hohe Präzision dieses Lasers, was der heutige technologische Höhepunkt ist, zeigt sich nicht nur in der Geschwindigkeit des Laserstrahls, sondern in der doppelt so hohen Geschwindigkeit des Eye-Trackers, das System, das die feinen Bewegungen des Auges verfolgt, praktisch mit einem Zeitversatz von nur 303 Millisekunden. Das bedeutet, dass wir in jedem Moment das Zentrum der Pupille haben, ohne den Einfluss der feinen Augenbewegungen, die es normalerweise gibt und die bis jetzt für das bloße Auge unsichtbar waren. Daher diese Präzision dieser Lasertechnologie. Die Laserinterventionen werden von Professor Rossewald durchgeführt und bei Kindern werden die Laserkorrekturen von Professor Rudolf Autrata durchgeführt, der auch der Leiter der Kinderaugenheilkunde des speziellen Krankenhauses Sveti Vid ist.